Hannover, Anstoß für den Confi Cup 2011 in der AWD Arena von Fußball-Bundesligist Hannover 96. Mit einem kleinen Testspiel wird das bundesweite Großereignis der Evangelischen Kirche Deutschlands offiziell gestartet. Dabei spielen Konfirmandinnen und Konfirmanden gegen die Fußballpromis Bibiana Steinhaus und Jörg Schmadtke. Und Hannover 96 Sportdirektor Schmadtke, gleichzeitig Schirmherr der Aktion, ist von der Idee begeistert. Ja, wir sind dem unglaublich gerne nachgekommen, weil wir, wie gesagt, glauben, dass sowohl die Kirche als auch wir einen gesellschaftlichen Auftrag auch haben und dem müssen wir auch immer wieder nachkommen. Wir versuchen auch Sozialprojekten immer wieder uns einzubringen und die zu unterstützen. Und Kirche hat eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft. Und wenn man die beiden Dinge zusammenführen kann, also dann haben wir das gerne getan. Und da sind wir auch froh drüber. Konfirmanden, Kirchengemeinden und Sportvereine sollen beim Confi Cup Hand in Hand zusammenarbeiten. Und ganz nebenbei setzen sich die Jugendlichen spielerisch mit Themen wie Gewaltprävention, Integration und Fairplay auseinander. Das gefällt auch FIFA-Schiedsrichterin und Schirmherrin Bibiana Steinhaus. Die Kirche vermittelt gerade in ihrem Konfirmationsunterricht natürlich viele Werte und Normen für die Jugendlichen, die auch im Sport den Jugendlichen vermittelt werden. Also geht es da um Fairplay oder Respekt untereinander. Das sind alles Dinge, die für beide Seiten, denke ich, die da auf der Hand liegen. Für die Konfirmanden heißt es ab sofort Abseitsregel statt Glaubensbekenntnis pauken. Denn für Mitorganisator Pastor Markus Lesinski gehört Alltägliches und Sport auch in den Konfirmandenunterricht. Sie wissen ja selber, Vater unser zu beten oder im Glaubensbekenntnis die Gemeinschaft zu beschwören, ist das eine. Es dann aber in der Praxis, im Alltag umzusetzen, das ist immer etwas anderes. Und da kann durchaus Sport oder jetzt hier in diesem Beispiel eben Fußball eine Möglichkeit sein, diese Gemeinschaft einzuüben. Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin! Ab sofort können sich Konfirmanden für die regionalen Vorrunden bewerben. Die 12 Siegerteams treten dann im kommenden Jahr beim großen Finalturnier im Berliner Olympiastadion gegeneinander an. Die frommen Kicker sind schon ganz heiß auf den bundesweiten Confi Cup. Ja, also Fußball macht mir halt Spaß und ich finde es halt toll, dass wir das jetzt auch in der Gemeinde machen. Weil man da andere Leute trifft, Spaß hat und ja, einfach mal was Neues kennenlernt. Ja, weil wir mit der Mannschaft zusammenspielen, weil wir Teamgeist zeigen müssen. Und ich schätze dafür, ja, es macht Spaß einfach mit den Leuten hier zusammenzuspielen. Hoffentlich bis ins Finale und da gewinnen. Mitmachen können alle Jugendlichen, die im kommenden Jahr ihre Konfirmation feiern. Alle Infos dazu gibt es natürlich im Internet. Der Confi Cup 2011 freut sich auf viele Teilnehmer und wird mit Sicherheit ein Volltreffer.